Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum AD Montag. Ich bin gerade frisch aus Duisburg von der ESL-Meisterschaft zurückgekommen, deswegen wird das Ganze heute etwas kürzer und knackiger, aber trotzdem ziemlich wichtig und essentiell für euch Botlanes. Denn mit dem letzten Patch hat sich für Jungler ein kleines bisschen etwas verändert. Die Raptoren geben nun etwas weniger Erfahrung, dafür die Krux, also die Golems mehr, gerade auch die kleinen Golems, die dann immer wieder spawnen, geben mehr Erfahrung. Was ist einem Jungler momentan auf dem Patch, ich hoffe nicht allzu lange, aber eben auf dem momentanen Patch schon möglich macht, mit Red Buff und Golems Level 3 zu werden. Das heißt, seid ihr ein Red Side Botlane Spieler und der gegnerische AD Carry startet beim Red Buff unten, kriegt Hilfe vom AD Carry, vom Supporter des eigenen Teams, dann ist der ungefähr Minute 2:20, je nachdem welchen Champion er spielt, fertig und Level 3 und kann Botlane ganken, noch bevor ihr Level 2 seid. Ihr seid also Level 1 und werdet von einem Level 3 Lee Sin gelane gankt und habt noch nicht mal die Möglichkeit gehabt zu warden, weil ihr ja die Lane pushen müsst, weil ihr sonst die Lane auch so verliert. Also das ist momentan eine ziemlich eklige Taktik und ich wollte euch hier einfach zum einen mal aufmerksam darauf machen, dass euch da nicht unbedingt viel Unheil entgegenkommt und zum anderen eine kleine Lösungsmöglichkeit bieten. Natürlich, die effektivste Möglichkeit ist einfach warden. Ganz klar, einfach den River warden, den Tribush im Optimalfall, dann seid ihr schon mal gut ausgestattet. Wie schon erwähnt, man ist so ungefähr bei 2:20 fertig mit den Golems. Das heißt, solange man bei 2:30 einen Ward noch im Tribush hat, ist alles fein. Das kann man machen, indem man zum Beispiel einfach zusammen im River wartet und dann einfach als Botlane den Tribush des Gegners Minute 2 wardet. Dann hat man bis über Minute 3 Vision und sollte bei diesen Ganks relativ safe sein. Natürlich kommt dann noch der Lane-Gank dazu, weswegen der jeweils andere Spieler, der den Tribush nicht gewardet hat, auf jeden Fall einen Ward in die Lane packen sollte. Das sind so die beiden effektivsten Wards und auch die einfachste Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Alternativ könnt ihr euch reinpushen lassen, wobei das eigentlich auf der Botlane eher unangenehm und ungewollt ist, weil wenn man sich reinpushen lässt, verliert man immer Druck. Also die beiden Wards und schon ist die ganze Sache entschärft, aber auf jeden Fall immer dran denken, sonst kann euch wirklich ein böses Erwachen folgen. Und ja, ich hoffe, ihr seid jetzt auf jeden Fall informiert und wisst Bescheid und lasst euch keine Jungle Ganks Level 3 mehr irgendwie auf der Botlane passieren, denn sonst wird's nicht so cool. Ich hoffe, wie gesagt, dass Riot das mit dem nächsten Patch rausnimmt, aber momentan ist es ein Problem, was besteht. Zum Glück nur auf der Red Side, auf der Blue Side ist das nicht so. Wenn man Blue Buff und Gromp macht, wird man nicht Level 3, also da ist es ein bisschen entspannter, aber passt auf euch auf, meine lieben AD Carries. Wir haben es nicht leicht. Es muss durch einen Level 3-Gang nicht noch schlimmer werden. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Nächste Woche gibt es auch wieder ein etwas ausführlicheres Video. Da habe ich etwas mehr Zeit. Macht's gut.